Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Also wieder Monkey King LP hier, wieder mal in Armello. Nächste Runde, nächstes Glück. Nächste Runde, neues Glück, könnte man so ausdrücken. So, und dieses Mal machen wir es ein bisschen anders. Ich muss jetzt schauen, dass ich da runterschaue auch gleichzeitig. So, wir werden hier ein neues Spiel nämlich einsetzen. Und Nummer 1. Nein, wir wollen nicht da, sondern ein Benutzer definiert. Da kann man das nämlich auswählen. Brett wird zufällig. Nur Verbrennungen, schnelle KI-Züge an. Spieldauer. Oh. Lang. 11 bis 12 Körper. Wir werden 12 Körper nehmen. Das wird eine lange Runde, werde ich machen. Schadensaspekt des Königs beim Morgendämmerung Standard. Den Irrenkönig Standard. Stapel zum Stapeltyp zum Start. Ja, das passt eh. Körper des Helden. Standard. Der Fremde. Nein. Abwesen. Ich will den Fremden nicht bekommen. Das war der schlimmste Gefährte, den du in diesem Spiel kriegen kannst. Der Fremde, der dich einfach sowas von manipuliert und einfach. Nicht meins. Gut. Okay. So. Würfel sieht man auch übrigens dort oben. Die kann man auch dann übrigens, die kriegt man auch noch nachher dann, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Soll man bekommen. So, und dieses Mal, wir hatten letztes Mal Magnus. Magnus ist, glaube ich, für andere. Magna ist cool. Sie ist awesome. Ernsthaft. Bam. Die Schildmaid. Bam. Dieses Mal, mich interessiert aber wirklich Elysia sehr. Wir werden sie einfach Ellie nennen, damit ich mich dauernd verspreche. Sind wir uns ehrlich. Elysia ist zwar nicht so gut im Kampf, dafür hat sie Körper und Verstand viel. Das heißt, sie kann viel tricksen in dem Sinne. Frage ist einfach nur, warte mal, was macht der untere, der komische Bär? Ja, sie ist die Kämpferin. Ich hätte gerne einen Kämpfer. Ich bin mehr so der Kämpfer, weil ich will auch den Königsmod endlich versuchen. Und das wird sie jetzt nicht gerade, sag ich jetzt mal, besser zu sein. Oder spielen wir mit den Standard-Charaktern? Ich weiß nicht. Ja, er wäre cool, aber ich bin nicht so der Freund der Ratten, weil die Ratten müssen da mit der Fäulnis ziemlich stark spielen und das ist halt nervig. Hello, Star Wars Battlefront. Wurscht, wir versuchen Ellie. Und zwar in Kämpfen und Gefahren plus 2 Schilder auf Ebenen. Was? In Kämpfen und Gefahren plus 2 Schilder auf Ebenen. Das heißt, wenn ich nicht auf Bergen bin, kriege ich gleich direkt instant 2 Schilder? Wow. Plus 1 Magie jede Morgendämmerung. Naja, sie ist nicht magiebegabt. Sie ist einfach. Sie ist intelligent halt, die Ellie. Wie werden das nehmen? Das klingt verdammt heavy. Und wir werden uns einen bei Kampf reinsetzen. Oder? Machen wir. Naja, wir haben Verstand und Körper, aber wir brauchen halt Geist, brauchen wir nicht so viel. Weißt du was, wir machen noch einen bei Verstand. Ja, und gehen direkt in den Kampf hinein. Oh, Ellie. Einen schönen Knicks hat sie gemacht. So, und dann fülle ich mir noch Wasser ein, weil das wird jetzt, glaube ich, Chill-Time werden. Schön in Ruhe ein bisschen spielen. Ja, Wasserkuh übrigens, Leute. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich eh glucksen werden. So, wieder mal dasselbe. Gut, den überspringen wir jetzt, bin ich jetzt ehrlich. That's a lot of hearts. Bam. Den Part werde ich auch wieder schneiden, weil es simpler ist. So. Was könnte man uns holen? Oh, ich will den Schmied haben. Aber Geist, das ist. Ja. Geisterstein, Wildnisstab. Wisst ihr was, wir werden einmal, wir müssen auch noch den Versuch mit den Geistersteinen das zu machen. Geistersteine habe ich auch noch keinen gehabt. Geisterstein-Sieg. Aber egal, gucken wir mal, was wir haben. Gewährt in Wäldern, Ausweichen und Tarnung bei Tag und Nacht. Yes, we want that, please. Plus der Körper bis zum Ende des Zuges, nicht schlecht. Senkt Schwierigkeit der Gefahr um minus 1. Cool. Im Kampf erhält das erste gewürfelte Schwert bei Angriff durch Bohren bei Verteidigung zurückwerfen.
Nice, das ist auch nicht allzu schlecht. Hoppla. Wisst ihr was, wir werden es groß machen, damit ihr es auch lesen könnt. Minus 1 Gesundheit pro ausgegebener Magie kostet die komplette verbleibende Magie. Hm, okay. Senkt Schwierigkeit. Oh, ich habe das zweimal, den entbehrlich. Den habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. So, wir haben 3 Züge. Das heißt, wir werden hier hingehen. Verzeiht, Leute. Kurzes Kratzen im Hals. So, ich habe jetzt meine coolen Schuhe nicht mehr. Hm. Na, dann gehen wir mal hier hin. Wir müssen eh hier rüber. Gut. So, wir sind eh getarnt, auch außerdem generell. So. Aber ich finde es schade, dass die halt nur, dass die Gegner, die KI-Gegner halt wirklich nur diese Standard-Characters halt nehmen. Also Riven, Wyvern oder wie auch immer sie genannt wird, Tane, Mercury, die zwei Bären, die, also sie und ihn. Ich muss 4. Oh, danke schön. Sehr lieb von dir. Nein! Da oben ist der. Warum kann er nicht bei mir spawnen? Na, gut, Ding. Weil ich könnte auch versuchen, den Geisterstein-Sieg zu machen. Es gibt ja nur 3. Es gibt den Gunst-Sieg, es gibt den Königsmord und es gibt den Geisterstein-Sieg. Also, dass du brauchst 4 Geistersteine. Wir holen uns eine Schwindelei. Wenn einer der beiden Helden den anderen angreift, erhält er ein Kopfgeld. Okay. Auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das... Warte. Im Kampf minus 1 Würfel und plus 2 Schilder. Ja, egal. Ich möchte die Characters... Ich baue sie eigentlich mehr immer auf Verteidigung aus. Wie weit ist denn das weg? Oh, das ist so weit weg. Weißt du was? Ja, den holen wir uns. So, was kriegen wir? Bitte was Gutes. Schatz. Flüche werden euch niemals angreifen. Oh, ho, 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 ho. Aber ich krieg ein Fäulnis dazu. Ich meine, es ist Fucerino Awesome, ja. Also, wir gehen da gleich nochmal dahin. Vielleicht kriegen wir nochmal was Cooles. Na, Geld ist okay. Das ist. So, lala. Na, gut. Wir werden das jetzt wieder beenden hinzu. Jetzt kommt der River. Ich muss dann noch ihre Fähigkeit ausprobieren von Ellie. Weil sie ja, ich kann, wenn ich auf einer Siedlung stehen bleibe, baue ich sie aus mit Wellen. Das heißt, du brauchst 2 Züge, um drauf zu kommen. Nicht einen, sondern 2. Wie auf dem Berg halt. Und ich habe Verteidigung dadurch dann plus. Cool, sie haben sich gegenseitig gekillt und haben jetzt genau nichts dadurch bekommen. Nice. Das ist doch mal schön, wenn sich die Gegner einfach alle mal selbstständig einfach mal alle killen. Ich muss nur auf die Zeit jetzt aufpassen. Gut. Ich habe noch nichts an Gunst bekommen. Wird sich der Urscheiß. Hier sind uns den ganzen Königreich Kondolen. Noch jeder von der Feuerlehre befallene Heller hat -2 Ansehen. -1 Ansehen. Gut, ich habe. Ja, genau, geh weg. Bitte, bitte, bitte. Yes. Gut. Ja, okay, werde ich verkraften, wenn du drauf gehst. Ich habe dann schon 2. Na, jetzt habe ich nur einen, aber ich kann jetzt hier hingehen und hier hingehen und mir den Stein einmal holen. Das heißt, das ist Nummer 1. Und dann verziehe ich mich wieder in die Wälder. Sneakily. Ich weiß, die 2 Runden sind jetzt nicht so, aber da hätte ich die Chance, den Geistersteig ziehen zu bekommen. Ich glaube, 4 braucht man. Und wenn ich jetzt schon einen habe und bei der Mission eventuell einen bekomme, habe ich 2. Geistersteinsieg wäre nicht schlecht. So süß, wenn er ist. Come on, der hat auch einen gekriegt. Damn it. Der ist fleißig. Mercury ist fleißig. Gut, wir versuchen jetzt. Oh, Fokuskamera, Fokus-Shit. Wow, ist das cool. Da spawnt ein Geisterstein nach dem anderen direkt neben mir. Das ist ja urgeil. Das ist Nummer 2 jetzt. Und boom, we got it. 4 braucht man, glaube ich, so viel ich mich erinnere, für den Geisterstein-Sieg. Es ist halt die Frage, ob ich mir
die Fluchklaue anlegen sollte. Sie ist gut, das muss man echt zugeben, weil sie dich von den Flüchen bewahrt. Obla, jetzt bin ich ins Mikro angekommen, sorry. Okay, Monetas, bin ich einverstanden. Okay, wo ist jetzt... Was? Das Spiel der Goblins, what the fuck? Rechts, dann links kriechen zwei Kreaturen. Sie lachen hämisch, schwafeln, kichern und schreien. Durch Suppe, Auge oder Dolch mit Gekreisch, Spiel unser Spiel oder sei unser Fleisch. Wow, okay, durch Suppe. Geschichtenbonus plus 2. Durch Augen minus 1, aber ständiger Speer. Durch den Rabenschnabeldolch. Geschichtenbonus Rabenschnabeldolch. Okay. Okay. Im Kampf plus 1 Schwert und niedergeschwächte Gegner erhalten plus 1 Fäule. Es ist ja super, ey. Okay, ich bin in der Höhle Goblins begegnet. Wow, das ist aber auch noch nie passiert. Das heißt, du kannst jetzt... Das ist mehr Spielelement da für den richtigen Tabletop. Oh, ich weiß, warum ich mir dieses Spiel gekauft habe. Das ist aber cool, dass du so mitten einfach drunter irgendwie in dem... Einfach einmal so Goblins begegnet, die sagen so, hey, spiel unser Spiel oder du stirbst. Und wer hätte ich jetzt nicht? Würde ich nicht durch diesen Dolch jetzt... zwei Fäule direkt instant bekommen, würde ich ihn sogar anlegen, weil dann er ist nicht so schlecht. So, ich werde noch kurz meinen Tee jetzt, Moment, meinen Tee wieder vorbereiten, weil jetzt eh Tain jetzt noch dran ist und dann Mercury, so mein letzter Tee für heute, weil ich habe schon wieder viel zu viel Tee getrunken, ich mag das Zeug einfach so gern. So. Ich sollte jetzt mal, ja, es Mercury hat immer am schnellsten die ganze Gunst. Der ist echt hardcore jedes Mal. Nebenlauf sind alle halt mehr Tarnung bis zum nächsten Morgen, oder? Bis entdeckt werden. Das heißt, wir sind jetzt alle getarnt. Also ich habe ein Dings um mich eh, wo ich eh schon getarnt bin. Na super. So. Die Königsdinger sind noch alle. So. Genau, geh bitte von meiner Siedlung weg. So, jetzt muss ich noch meinen Heferl abstellen, ohne dass ich was umschmeiße hier. So. Was für Karten haben wir jetzt? Ernsthaft jetzt mal. Ich habe viel zu viele Karten. Okay. Senkt Schwierigkeiten. Das werde ich jetzt öfters einsetzen. Genau, das kostet mich nur Gold. Arme kleine Hasenkrieger. Egal. So, wir gehen jetzt mal weiter. So, das ist eh meine. Genau. Die ist noch nicht meine. Okay, wir machen folgendes. Wir gehen hier. Gehen hier. Und gehen hier. Und tarnen uns. Und dann gehen wir hier, weil ich möchte noch kein Dings riskieren. Kein Kopfgeld. Wie lange haben wir schon? 13 Minuten. Das ist super. So. Ah ja, wir sind alle getarnt. Das ist... Okay. Killen sich wieder gegenseitig. Nice. Diese ganzen Fluchobjekte. Wenn ich eine Ratte wäre, würde ich mich freuen, weil die kriegen Bonus durch Verfluchtsein, sage ich jetzt einmal. Die Fluchklaue wäre wirklich auch ein Item. Beide Items würde ich gerne anlegen, aber meh. Gut, dann holen wir uns jetzt mal die... What? Hello, wo kommst du her? So. Wow, na toll. Ich kann nur würfeln. Oh, bitte kein Angriff. Ja, Verteidigung ist okay. Bloop. Cool, sie kämpfen mit ihrem Stab und Hammer. Das ist ja cool. Okay, gut. Also, ich bin ein Kasperl. So. Setzen wir das an. So, meine komplette Magie ist halt jetzt dadurch weg, aber wir haben ihn um 1 gesenkt. Ja.
Ja, wisst ihr was? Ich kann ihn nicht wirklich besiegen, weil ich einfach nicht die Stärke dazu habe. Wir werden jetzt aber jetzt unsere Befestigung bauen, unsere Fähigkeit. Oh, ja, das ist vielleicht so ein kleiner, ist einfach nur so ein kleiner Holzzaun oder sowas. Gleich so richtige Mauern baut die dahin. Wow. Okay. Ja, du greifst mich direkt an meiner Mauer an. Urintelligent. Genau, und okay, ein Schildbonus kriegt man. Okay, ich kann eh nur würfeln. So, komm schon. Tja, wenigstens gehst du von meiner Siedlung weg. Ja, genau. Shoo, shoo, little wet. Shoo. Okay, was? Oh mein Gott. Okay, Verliese und Steinkreise. Wow, jetzt kriege ich ein Kopfgeld, wenn ich draufsteige. Na gut, dann nicht. Oh, die befestigen das auch jetzt aber schon. Das heißt, die Stadtwachen, wenn sie draufbleiben, tun das auch machen. Interessant. Wirklich interessant. Gut, ich möchte Gegenstände haben. Verbrennt bis zum Ende des nächsten Zuges im Kampf eine Fäule, damit alle gewürfelten Schwerter Gift erhalten. Not bad at all. So. Gut. 60%. Komm schon. Bitte gib mir diesen Stein. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Yes, Gott sei Dank. Und Ansehen 1 wenigstens jetzt einmal. So. Guti. Okay, Moment. Der hat jetzt 2 Herzen. Ich habe noch volle Herzen. Ich könnte ihn attackieren. Und dieses Mal... Warte, verbrennt bis zum Ende des nächsten Zuges im Kampf eine Fäule mit alle gewürfelten... Okay. Warte, ich koste mich aber nur Gold, okay. Ich kicke die ganze Zeit auf die falsche Seite, so. Na? So, dieses Mal komm ich ans... Komm ich an den Zug, Mann. So. Okay. Nein, ich werde den Rabendolch machen, weil der ist... Kriegst Fäule dadurch. Oh, Mist. Das war jetzt nicht so geplant. Aber ich habe dadurch ein paar Karten loswerden können, also ist okay. Bist du trotzdem vergiftet? Nee, bist du nicht. Und ich baue schon wieder meine Mauern. Ellie, die Erbauerin. Oh, ja voll, ich kann wieder eine Mission annehmen. Okay, Ja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt volle Wäsche auf die Geistersteine. Holen uns so viele wie geht. Wir haben jetzt 3. Und vier, ich glaube 4 waren es. Ich bin mir nicht. Ich gucke sich jetzt aber nochmal nach. Warte. Ach, Moment, jetzt gebe ich mein Bild weg. Okay, momentan, während der Zug ist. Der hat mich vergiftet, der Pisser. How could you, man? Fuck it. Stone Victory, da haben wir schon. Okay, ich werde nur würfeln, ich kann nichts mehr machen. So, da la. Da. Okay, 4 Spirit Stone and you might banish the king without initiating a battle. Okay. Ohne einen Angriff zu produzieren. What? Okay, das heißt, ich muss in den Palast und mich angreifen lassen. Dann kann ich quasi... Dann kann ich... Okay, dann kann ich den Stone Damage machen. You what? Find it out together, eh? Okay, das ist cool. Die werde ich euch anlegen. Das war nicht schlecht. Und noch ein Gegenstand. Verbrennt im Kampf eine Fäule, damit alle gewürfelten Schwerter Gift erhalten. Yay. Und eine Schwindelei holen wir uns noch.
Und noch ein Schwert. Ja, komm, holen wir uns. Wir sind ein intelligenter Charakter. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen intelligent spielen quasi. Wir werden... Moment, was haben wir nochmal für... Hoppla, was haben wir nochmal für Fähigkeiten? So, im Kampf erhält das erste von der Schwertangriff durchbohren. Ja, das sind ganz nett, aber... Man muss halt würfeln, das ist das. Wir werden jetzt einmal als erstes machen. Das statt dem. Dass wir einen Würfel mehr haben im Kampf. Und wir werden... Ja, wisst ihr was? Wir werden den Eisenspeer weggeben. Der ist ganz lieb, durchbohren ist ganz okay, aber... Wenn ich 5 oder 7 Schwerter habe gegen 3 Verteidigung, da ist die durchbohren egal. Ja, das ist schon wurscht. Okay, zwingt eine Königswache von einer Kachel. Gewährt von dieser Kachel ausspähen. Gut. Gut, Mercury ist hier noch irgendwo. Der hat mich ja vergiftet. Wo ist jetzt meine nächste Mission? Da hinten. Gut. Ich glaube, dass er hier ist. Das heißt, ich gehe auf den Berg. Ja, ich bin vergiftet jetzt. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Dass ich vergiftet bin. Das wird jetzt echt anstrengend. So, ein bisschen Öl in die Stimme. Oh, Moment. Ich muss hier noch kurz wieder wegklicken. Ey! Also, das ist nur von der Königswache. Das sind nicht meine Mauern. Das ist schon wurscht. Don't destroy my walls are awesome. Oh Gott, er wird mich attackieren. Er wird mich... Das war meine Siedlung! What the fuck? Ah! Dude! How could you? Ein Geisterstein. Ein Geisterstein noch. Und dann habe ich's. Dann muss ich mich nur auf die Geisterkachel, auf die Kachel stellen und warten, bis mich der König attackiert. Dann habe ich eigentlich einen Geistersieg. Oh, die Pest. Ich hasse den verrückten König. Er ist so verrückt. Jetzt wird er mich attackieren. Nein. Yeah, greif ihn an. Gut, mach ihn Damage. No, no Damage. Okay. Okay, well then, bye. So, eine Schwindelei holen wir uns. Nicht schlecht. Und einen Gegenstand. Oh, Mercury. It's time to die. So, dann klauen wir ihm noch ein Goldstückchen. ich kann... Ach so, okay, das muss ich ausrüsten. Das ist doof. Okay, wisst ihr was? Wir haben Mercury. Ich muss einmal nur treffen. Komm schon. Einmal nur. Komm, come on. Do this for victory! Okay, er hat jetzt schon 2 Dinger. Autsch. Gibt's das? Ja, man merkt richtig, Ellie ist kein Angriffscharakter. Sie ist nicht auf Angriff gebaut. Aber ich werde jetzt trotzdem reingehen. Weil es ist schon egal, ob ich jetzt reingehe oder nicht. So. Er hat nicht mal mehr Dinge als ich. Komm schon. Okay, I'm dying now. Okay. Stupid idea. Ich hätte laufen. Oh, da ist der Todesstoß. Gut, wir haben uns gegenseitig gekillt. Niemand hat was gewonnen, niemand hat was verloren. Yeah, hey. Okay, aber ich habe immer noch meine Geistersteine. Der hat aber auch schon 2. Na gut, ich habe 3. Mir fehlt einer noch. Aber der König ist halt noch echt heftig, also. Gut, Gegenstand.
Gewehr tauschen. Oh, super. Plus 1 Ansehen bis zum Ende des nächsten. Was bringt mir denn Bubble Tea? What? Warum gibt es einen Bubble Tea hier? Sag jetzt nicht dein Ernst, oder? So, wem gehört die? Mir, ihm. Nicht mehr lange, weil das ist jetzt meine. So. Warte, Mercury ist auch gestorben. Das heißt, er ist wieder auf seinem Feld. Gut, gut. Kann ich die nachbestellen? What the fuck? Was meinen die mit nachbestellen? I have no idea what these buttons do, but I have to request an emergency. Gut, die Runde machen wir noch fertig. Also, die, ja, das ist eine Runde, genau. Die warten wir jetzt noch ab, was jetzt alles abgeht. Und dann machen wir einen Schnitt des ersten Parts von diesem Fiasko. Nein, läuft eigentlich ganz gut, dass ich ja noch nie so viele Geistersteine auf einmal gehabt. Die killen sich jedes Mal gegenseitig, das gibt's nicht. Ich hätte immer noch 4 Stück. Das ist unglaublich. Na komm, wenigstens gescheit ist. Das Gericht des Königs dunkel ziehen. Alle Helden erleiden minus 3 Ansehen. Okay, bin ich okay. Ich hab 0 jetzt. Toll. So. Gut, dann kann ich jetzt bald einen Schnitt setzen? Yeah, I can press the pause button. Yes, I do. So, dann machen wir hier jetzt einen Schnitt, Leute, von Amello, dieser langen Partie. Und ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya. Monkey. Let's play.